Ankunft der deutschen Fußballnationalmannschaft am Samstag auf einem Flughafen in der Nähe von Bloemfontein. Mit an Bord der Maschine waren auch die angeschlagenen Spieler Bastian Schweinsteiger und Jerome Boateng. Ob sie am Sonntag gegen England spielen können, ist noch unklar. Beim Abschlusstraining nur wenig später absolvierten Schweinsteiger und Boateng nur ein reduziertes Programm. Ob sie bis Sonntagnachmittag einsatzbereit sind, soll erst kurz vor dem Anpfiff entschieden werden. Torwarttrainer Andreas Köpke. Wir müssen jetzt das Training abwarten, auch wie die Muskulatur reagiert beim Basti. Und es wird sich morgen entscheiden. Wir werden im Trainerteam heute Abend zusammensitzen, alle möglichen Eventualitäten durchspielen. Und wenn es dann so kommen sollte, dass Basti nicht spielen kann, was uns sehr, sehr wehtun würde, dann hätten wir für morgen natürlich eine Lösung parat. Aber die Lösung ist jetzt auch noch nicht festgelegt. Nach der Verletzung von Stürmer Kakao wird Miroslav Klose gegen England wohl in der Sturmspitze stehen. Auch ein Einsatz von Marcel Janssen auf der linken Abwehrseite gilt als wahrscheinlich. Ansonsten wird es wohl keine großen Veränderungen im Team geben. Dass ein Spiel Deutschland gegen England etwas ganz Besonderes ist, das wissen auch die jungen Spieler, sagt Köpke. Ich werde auch von den jungen Spielern häufig noch auf 96 angesprochen. Und dieses Kribbeln, das ist was ganz Besonderes. Und das spüren diese jungen Spieler auch wenn sie noch sehr, sehr klein waren, als diese Spiele stattgefunden haben. Aber auch dieses ganze Drumherum, Medienaufkommen, die Stimmung im eigenen Land, die Stimmung in England, die Medienberichte, die bekommen das alles mit. Und das ist schon ein besonderes Kribbeln und das merken diese jungen Spieler auch.